Ich wünsche einen guten Morgen und freue mich, Sie hier zu unserem heutigen Webinar begrüßen zu dürfen. Das Thema des heutigen Webinars ist Ocarino Unboxing, was man mit einem neu installierten Ocarino so tun kann. Das ist ein bisschen ein neues Thema. Normalerweise zeigen wir ja in unseren Webinaren, was unsere fertig installierten Ocarinos so können. Deswegen heute habe ich extra mal einen Ocarino frisch aufgesetzt, um zu sehen, zu demonstrieren, was sozusagen am Anfang so da ist. Dazu kommen wir gleich später dann in der Demo. Davor gibt es ein paar allgemeine Worte zum Ocarino, zur Artix und wer ich eigentlich bin. Mein Name ist Jan Bundermann, ich bin Consultant bei der Artix. Meine Themen hier sind Rechenzentrumsautomatisierung allgemein, sprich viel Infrastrukturautomatisierung. Ich komme so ein bisschen aus der klassischen Administration eigentlich. Das heißt, ich bin dann irgendwann auf die Themen Configuration Management gekommen und wie kann ich mein Rechenzentrum moderner verwalten. Ich kümmere mich aber auch sehr viel um die Themen Containerisierung. Also das ist eigentlich der Weg, über den ich zur Artix tatsächlich gefunden habe. Ja, bei der Artix geht es uns ganz generell darum, wie können wir Rechenzentren automatisieren, wie können wir die Arbeit im Rechenzentrum vereinfachen. Früher klassischer Turnschuh-Admin ist rumgelaufen, hat sich um die Server einzeln gekümmert. Das ist heutzutage definitiv nicht mehr so. Da gibt es sehr viele Werkzeuge, die uns die Arbeit erleichtern. Ich hatte gerade schon genannt, Configuration Management war ein ganz großes Thema. Aber heutzutage natürlich auch sehr viele Hilfsmittel rund um die Verwaltung von Daten. Wie kriege ich Daten von einem Ort an den anderen? Und wie betreibe ich Anwendungen ausfallsicher verteilt? Da spielt besonders das Thema Container natürlich rein, wo wir auch uns bewegen insgesamt, aber sozusagen als zentrales Hilfsmittel möchten wir auf den Ocarino ganz gerne setzen, weil er viele dieser Aspekte bereits integriert. Warum wollen wir das eigentlich? Es gibt immer sozusagen diese Grundidee, wir wollen Deployments beschleunigen. Das heißt, wir wollen Ihnen helfen als Nutzer unserer Dienste im Allgemeinen, dass Sie schneller Anwendungen zur Betriebsreife bringen. Das ist dieses Speed-up-Deployments. Das kommt daher, dass man sagt, Firmen sind dann generell erstmal erfolgreicher, wenn sie diese Prozesse beschleunigen können. Und das funktioniert natürlich nur mit Automatisierung. Dann führt so eine Automatisierung aber auch zu einer erhöhten Stabilität, auch weil die Prozesse, die im Rahmen einer Automatisierung ablaufen, natürlich reproduzierbar sind. Eine Automatisierung heißt immer, dass das irgendwo steht, runtergeschrieben in Form von Code, was passiert eigentlich. Und das macht das nachvollziehbar, was da passiert. Und im Endeffekt, wenn wir da eine beliebig hohe Zahl von Diensten haben in unserem Rechenzentrum, brauchen wir auch eine Automatisierung, um das Ganze orchestrieren zu können. Das heißt, um zu wissen, wie verteilen wir die Dienste, wie viele Dienste brauchen wir jeweils, wie kommunizieren die miteinander. Und im Endeffekt, unser Traum so ein bisschen und immer häufiger ist es auch tatsächlich dann in die Tat umgesetzt. Möchte man, dass sozusagen, es gibt Infrastrukturbetrieb auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man Nutzer und die sollen da so wie in einem Selbstbedienungsportal ihre tatsächlich gewünschten Anwendungen, Dienste auswählen können. Das ist natürlich immer eine Frage, ob das eigentlich das Konzept ist von ihrer Infrastruktur, die sie haben wollen, aber das ist sowas, das man nur erreicht, wenn man wirklich voll durchautomatisiert hat. Wenn Sie zu irgendwelchen Themen Fragen haben, das werfe ich mal ganz kurz ein an dieser Stelle. Diese Software hier, Zoom, bietet natürlich verschiedene Möglichkeiten, dass Sie Fragen stellen können. Da gibt es einerseits den Q&A-Button und andererseits den Chat. Dort können Sie gerne Fragen reinstellen. Die werde ich Ihnen
entweder gleich ad hoc oder dann gebündelt, entweder am Ende dieser kurzen Einführung, am Ende der Demonstration beantworten. Also scheuen Sie nicht zurück, da auch Fragen reinzustellen. Jetzt wird es nämlich gleich ein bisschen konkreter dann, was ist dieser Ocarino? Wir freuen uns über Fragen zum Ocarino, wir freuen uns über Fragen zu Artex oder zu generellen Themen, die wir bearbeiten und später natürlich Fragen zur Demo gerne. Dieser Ocarino und die Artex. Wie schon gesagt, also gibt es eine Vielzahl von Themen und Techniken, die helfen, so ein Rechenzentrum irgendwie gut zu betreiben. Da gehören die Präsidenten Configuration Management Tools dazu. Da gehören natürlich auch Virtualisierung allgemein dazu, Cloud Provider. Alle Linux-Distributionen bringen so ihre Techniken mit, ihre Ansätze, letztlich auch Windows, wie man automatisieren kann. Das wollen wir ganz gerne zusammenbringen. Das haben wir ursprünglich primär im Rahmen von Consulting natürlich gemacht. Inzwischen haben wir aber auch unsere eigene Entwicklungsabteilung, die da ein Werkzeug zusammenbaut. Und dieses Werkzeug ist der Ocarino. Zum Ocarino, damit man ihn vernünftig bedienen kann, bieten wir auch Trainings an und unsere Kunden haben natürlich auch Zugriff auf Support. So, was macht denn dieser Ocarino jetzt eigentlich? Im Kern erfüllt der Ocarino drei Aufgaben, die man als Lifecycle Management von Servern zusammenfassen kann. Also das ist das zentrale Gut, mit dem der Ocarino arbeitet. Server, deren Lifecycle Management. Lifecycle Management heißt, wir haben irgendwie einen Server, der wird irgendwann deployed und dessen Lebenszyklus beinhaltet dann andere Phasen, bis er irgendwann durch einen neueren Server ersetzt wird, der dann diesen gleichen Lebenszyklus wiederum durchläuft. Also nach dem Deployment greifen Release und Configuration Management. Und diese drei Aufgaben, Deployment, Release und Configuration Management, das sind die Kernaufgaben, um die sich der Ocarino kümmern kann. Das heißt, Sie können das über eine einheitliche Web-Schnittstelle, also ein Browser-Interface oder eine Kommandozeilen-Schnittstelle für all Ihre Server gleichermaßen bedienen. Das ist die Grundidee. Das geht also los mit dem Deployment, wie bereits erwähnt. Jeder Server fängt einfach mal als eine leere Hülle an, entweder als ein Bare-Metal-Server oder als eine virtuelle Maschine, die irgendwo rumschwebt. Dann gibt es verschiedene Methoden, wie man da automatisiert ein funktionierendes Betriebssystem darauf bekommt. Wir fokussieren uns dabei auf Linux-Betriebs-, auf Linux-Distributionen, aber im Kern funktioniert das ähnlich auch für Windows. Insbesondere für die Windows-Server-Varianten natürlich. Dieses Betriebssystem wird davor einmal installiert. Gibt grundlegend zwei Methoden, entweder so eine Unattended Installation, dafür bieten die verschiedenen Distributoren verschiedene Methoden, die heißen dann Kickstart, Preseed oder Autoyast. Kickstart für Red Hat und CentOS, Preseed für Debian Ubuntu, Autoyast für SUSE. Da bin ich jetzt einmal von rechts, gehe ich gerade nach links durch. Eine andere Variante wäre, dass wir quasi nicht von der Pike auf installieren, sondern ein fertiges Abbild kopieren und dann anpassen. Das ist dieser hellblaue Bereich oben. Damit wir da überhaupt erst hinkommen, muss davor etwas passiert sein, nämlich diese Maschine muss irgendwie booten oder erstmal bereitgestellt werden und dann wissen, dass es diesen Ocarino gibt. Da gibt es im Kern drei Methoden. Ignorieren wir für den Moment mal dieses Image-Based, nämlich optimalerweise haben wir irgendwie einen DHCP-Server stehen, der vielleicht sogar der Ocarino selber ist. Wenn der Server bootet, bekommt er per DHCP Netzwerkinformationen und Teil dieser Netzwerkinformationen ist auch, von wo aus der Server booten kann, von wo er seinen Kernel und sein Initial RAM-Disk-Image beispielsweise herbekommt. Das heißt, ein solcher Server meldet sich mit seiner MAC-Adresse beim Ocarino und aus dieser Information kann der Ocarino dann all die nötigen Parameter extrahieren, um diese Unattended Installation dann anzustoßen. Oder im anderen Fall eben virtualisiere, klont eine Vorlage einer virtuellen Maschine, die sich dann beim Ocarino meldet und auch dann aus den Informationen, die die virtuelle Maschine übermittelt, weiß der Ocarino, welche weiteren Parameter zu setzen sind und am Ende steht auch da ein fertig installiertes Betriebssystem. Das funktioniert so für die gängigen Hypervisoren, also VMware,
OWIRT oder sagen wir mal alles, was irgendwie KVM-basiert ist im Kern. Es funktioniert auch für verschiedene Cloud-Provider. Für die gibt es Plugins für den Ocarino. Das heißt, man startet dort eine Instanz, die sich dann beim Ocarino melden kann. Wenn die Hosts installiert sind, kommen wir zum Release-Management. Das heißt, die Hosts wollen Pakete bekommen. Das ist was, was wirklich Linux-spezifisch ist. Das funktioniert so natürlich für Windows nicht. Das Paketmanagement anders. Für Linux-Server heißt das, wir spiegeln in der Regel die Repositories auf dem Ocarino. Das funktioniert für die gängigen Repository-Formate. Und haben dann erstmal jeweils den aktuellen Stand. Und wir wollen aber noch einen Schritt weitergehen, nämlich wir wollen unseren Host jeweils einen wohl definierten Stand bereitstellen. Das heißt, wir wollen sagen, ein Host, der jetzt ein SUSE Linux am Laufen hat, der soll genau die Repositories vom 23. März 2021 bekommen, bis ich sage, er macht etwas Neueres, kriegt eine neuere Version. Also dann kommen in der Zwischenzeit, in den nächsten Monaten werden irgendwie neue Pakete reinkommen. Wir wollen aber nicht, dass der Host die gleich bekommt, denn da läuft eine sehr wichtige Anwendung drauf. Die soll weiter so in dem Zustand erhalten bleiben, wie sie jetzt ist. Das ist eine kritische Anwendung. Und erst wenn wir die Updates getestet haben, soll der neuere Pakete bekommen. Es sei denn, es sind sicherheitsrelevante Updates. Dafür gibt es ein Konzept namens Errata. Das heißt, wenn einzelne Pakete wirklich sicherheitsrelevant sind, dann möchten wir, dass die wirklich auch aktualisiert werden. Und all das kann man mit verschiedenen Techniken im Ocarino auch abbilden. Parallel zum Content Management, also im Paketmanagement, gibt es noch das Thema Configuration Management. Das heißt, ich möchte nicht nur wissen, welche Pakete mein Ocarino hat, ich möchte auch wirklich wissen, welche Nutzer sind dort angelegt, welche Konfigurationsdateien haben welchen Inhalt. Da gibt es verschiedene Hilfsmittel. Ich benenne jetzt mal so die drei zentralen: Puppet, SaltStack und Ansible. Das sind gängige Configuration Management Tools, die bringen all das drumherum mit, um genau diese Aufgaben zu erfüllen. Das heißt, sie prüfen, welche Dateien, welche Pakete, welche Accounts sind in welchem Zustand auf dem Zielhost. Ist das der Sollzustand? Wenn nein, passen wir das an. Das ist das Kernkonzept von Configuration Management, und haben Puppet, SaltStack und Ansible ein bisschen andere Ansätze, das zu erledigen. Aber im Kern ist das genau die Aufgabe. Puppet beispielsweise läuft alle halbe Stunde und prüft das. Ansible muss ich jeweils von Hand anstoßen, und es baut eine aktive Verbindung auf. Ist sozusagen ein bisschen ein gezielterer Ansatz. Optimalerweise kombiniert man die natürlich. Und dann steht es hier noch OpenSCAP da. Das ist halt jetzt nicht in dem Sinne Configuration Management, aber es prüft die Hosts, ob sie bestimmte Compliance erfüllen. Das heißt, ob sie, es geht noch ein bisschen mehr ins Detail. Also es prüft Sicherheitsrichtlinien, die man sagen wir, aus dem Internet beziehen kann. Die werden von den Distributoren bereitgestellt. Und mail an Ocarino zurück, ob es da gewisse Vorkommnisse, sagen wir mal, gibt, ob beispielsweise ein Nutzer lokal auf seinem Host irgendetwas umkonfiguriert hat, was dann eine Sicherheitsrichtlinie bricht. Beispiel wäre, hat ein Nutzer Telnet installiert als Daemon. Das möchte man nicht, denn das ist ein Einfallstor natürlich für Angriffe. Genau, das sind diese drei Aufgaben. Die kann ich mit dem Ocarino erledigen. Das heißt, ich kann sie damit erledigen. Diese Software, die dafür nötig ist, ist im Ocarino integriert, und ich kann sie über eine Webschnittstelle, über den Browser, alle gemeinsam dort einstellen. Das ist etwas, was wir auch gleich in der Demo nochmal sehen werden. So, was ist jetzt dieses Ocarino? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe mein Rechenzentrum, und irgendwo steht da ein Server. Da läuft erstmal Software drauf. Die Software, die sozusagen Teil des oder Kern des Ocarinos ist. Also im Kern ist natürlich der Ocarino eine Software, kann ich auf einem Server laufen lassen, oder ich kann es auch verteilen und Rechenzentrum auf mehrere Server. Zu dieser Software oder diesem Paket Ocarino gehören verschiedene Komponenten. Die zentrale Komponente ist der Formen. Das ist ein Open Source Produkt. Das heißt, der Ocarino ist ein Downstream Produkt, das Formen mit dem zentralen Plugin Catello. Catello ist für dieses ganze Thema Content Management zuständig.
ohne diese beiden Komponenten gibt es erstmal kein Ocarina und dann wahlweise ein Configuration Management Pool Ihrer Wahl, Ansible, SolidStack, Puppet. Ist alles kein Muss. Also man kann in Ocarina immer sozusagen mit einem dieser drei Komponenten oder eines dieser Ziele verwenden. Man muss nicht alle diese Aufgaben im Ocarina abbilden. Aber er ist eigentlich optimal dafür konzipiert, dass man alle diese Aufgaben im Ocarina abbildet. Aber wie gesagt, es ist nicht nur diese Software, da gehören noch andere Bestandteile dazu. Erstmal gehört dann natürlich dazu, dass wir eine Entwicklungsabteilung haben, die da auch aktiv an diesen Projekten mitarbeitet. Das heißt, bei uns fließen natürlich Kundenwünsche ein, in welche Richtung die Entwicklung dieser Software weitergehen könnte. Wir können das tatsächlich direkt einfließen lassen, beispielsweise die Plugins für die Einbindung von kostenpflichtigen SUSE-Repositories, also etwas, das aus unserem Haus kommt, die Einbindung dieses SolidStack-Plugins, das kommt von uns. Und wir haben natürlich auch eine Abteilung, die all diese Plugins und alle unsere Entwicklungen generell testet. All das Thema Debian-Ubuntu-Integration ist auch beispielsweise was, was wir dort hineinstecken. Noch dazu kommt, dass wir unseren Kunden diese Errata, also diese Information über sicherheitskritische Updates bereitstellen für CentOS, Ubuntu und Debian. Das ist also, was die Distributoren selber nicht bereitstellen. Und wir bauen Client-Software. Also es gibt verschiedene Tools auf Host-Seite, die für die Kommunikation mit dem Ocarina zuständig sind. Da gibt es generischere und wir testen für die hier abgebildeten Distributionen, also für SUSE, Red Hat, Oracle, CentOS, Ubuntu und Debian, unsere eigenen Clients im Zusammenspiel mit der jeweiligen Ocarina-Version. Also das ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Abteilungen bei uns. Das heißt, Engineering ist natürlich die zentrale Abteilung, aber was diese Clients und auch die Templates, also quasi die Installationsvorlagen angeht, da spielt natürlich auch Consulting ein bisschen mit rein, weil wir immer den direkten Draht zu unseren Kunden haben und deren Probleme direkt sehen können. Ja, hatte ich schon erwähnt, es gibt noch den Support. Das heißt, unsere Kunden können natürlich den Support erreichen, über das Serviceportal Anfragen stellen, fragen, warum etwas nicht so funktioniert, wie sie eigentlich dachten, das solle funktionieren. Und in der Regel ganz am Anfang, aber auch häufig, hoffen wir zumindest immer auch später noch, gibt es das Consulting, das Kontakt hat mit den tatsächlichen Nutzerinnen und Nutzern des Ocarinos. Und wir bieten natürlich auch in dem ganzen Rahmen Trainings an auf verschiedenen Levels. Das ganze Konglomerat dann ist das, was eigentlich den Ocarino ausmacht. Also man sollte das nie nur reduzieren auf die Software, die da in der Mitte läuft, damit ein Ocarino das tut, was er soll, müssen da sehr viele verschiedene Stellen hineinspielen. Und all das sorgt dafür, dass der Ocarino eine stabile Software ist, die sich reibungslos installieren lässt und die, sagen wir mal, auch garantiert, dass der Dienst noch die nächsten, naja, wie lange soll er so laufen? Also normalerweise Jahrzehnte seinen Dienst erfüllt und ihr Rechenzentrum verwaltet. So viel zum allgemeinen Teil. Ich werde jetzt dann gleich die Präsentation wechseln, also in den Demo-Part übergehen, Ihnen kurz dieses Ocarina-Unboxing vorstellen. Wenn Sie Fragen haben, gerne, wie gesagt, über die erwähnten Kanäle. Sie dürfen natürlich auch gerne immer später Fragen stellen. Wir haben einmal im Quartal auch ein spezielles Webinar für Fragen, spezifische Fragen, die dann vielleicht ein bisschen länger auch beantwortet werden können. Das mal ganz am Rande. Also, wenn Sie Interesse daran haben, schreiben Sie uns gerne an. Sie können Webinare immer wieder im Nachgang auch auf YouTube anschauen. Da gibt es den Kanal Ocarino. Und ansonsten auch finden Sie viele Informationen in der Dokumentation und natürlich auf unserer Website, die Sie wahrscheinlich schon kennen, sonst wären Sie kaum hierher gekommen. Aber ich erwähne es nochmal, denn da finden sich tatsächlich relativ viele Sachen. Gerade die Dokumentation ist im letzten Jahr, sagen wir mal, sehr intensiv angewachsen und sehr umfangreich inzwischen. So, dann wechsle ich mal hier in die Demo. Sie sollten jetzt ein Ocarina-Browser-Fenster sehen. Ocarina-Version 5.7, gestern herausgekommen.
Ich logge mich als Admin ein. Dann direkt nach der Installation gibt es genau einen Nutzer-Account, dessen Passwort man während der Installation angegeben hat und sonst nichts. So, ein blanker Ocarino. Ich lande erst einmal direkt auf der Seite Hosts All Hosts. Da sehe ich also den Ocarino und sonst nichts. Woher sollten auch andere Hosts kommen? Was kann ich dann sehen? Ich habe also eine Standardinstallation. Was sehe ich da? Wenn ich auf Content Products gehe zum Beispiel, dann sehe ich ein paar Produkte, die dort angelegt sind. Ein CentOS Client, ein Debian Client und ein Ubuntu Client. Das habe ich bei der Installation angegeben. Ich möchte später mit meinem Ocarino CentOS, Debian und Ubuntu einmal verwalten. Das heißt, er möge mir doch bitte schon die Client-Repositories anlegen und auch sozusagen hinterlegen, dass das die relevanten Betriebssysteme für mich sind. Ja, ich möchte für heute diesen Menüpunkt Configure einfach mal größtenteils ignorieren, denn das würde ein bisschen zu weit führen. Ja, kann ich dann schon einen Host deployen mit so einem frisch installierten Ocarino? Ich sage mal Hosts und dann gibt es hier den Menüpunkt Create Host. Der bringt mich in eine Eingabemaske. Da kann ich jetzt sehr viele Sachen auswählen. Ein relativ umfangreiches Menü. Wichtig ist, ich sehe hier eine Eingabemaske Deploy On und da gibt es also Bare Metal. Das heißt, ich könnte wohl so nach dem Verständnis bereits Bare Metal Hosts damit irgendwie einrichten. Das ist leider ein Szenario, was ich hier gar nicht so ganz abbilden kann. Das heißt, ich brauche erst irgendwie eine Virtualisierungsinfrastruktur oder generell eine Infrastruktur. Das werden wir uns gleich anschauen, hier diesen Menüpunkt Infrastruktur, was da schon da ist, was wir gleich am Anfang einmal vielleicht einrichten können, um schnell zu deployen. Mein Ziel für heute ist, zweimal Hosts zu deployen auf leicht unterschiedliche Art und Weise. Und das sollten wir auch relativ fix hinkriegen. Das heißt, wie gesagt, erst müssten wir jetzt die Infrastruktur einrichten. Ich möchte aber doch kurz einfach vorgreifen. Ich möchte nämlich Repositories einrichten und die auch gleich synchronisieren. Repositories werden wir irgendwann brauchen. Das braucht immer eine Weile. Deswegen mache ich das, bevor wir uns die Infrastruktur anschauen. Und zwar möchte ich hier ein Product anlegen. Also Content Management im Ocarino besteht im Kern aus Produkten. Produkte gruppieren Repositories. Das heißt, wenn ich ein Repository synchronisieren möchte, muss ich jetzt entweder ein bestehendes Produkt hinzufügen oder ein neues Produkt anlegen. Ich entscheide mich dafür, es neu anzulegen. Ich nenne das CentOS 7 und kann tatsächlich erst einmal die anderen Werte hier ignorieren für den Moment. Speichere das, bringe mich auf die Übersicht meines Produktes. Also hier Product CentOS 7, dort bin ich jetzt. Jetzt kann ich neue Repositories anlegen. Für ein CentOS brauche ich drei Repositories, das OS-Repository, das Updates-Repository und das Extras-Repository. Das sind, weil es CentOS ist, Yum-Repositories, das heißt, ich wähle den Typ hier aus und muss dann Yum-spezifische Werte setzen. Ich habe mir mal die URLs zwischengespeichert, das heißt, ich muss das hier nur einfügen. Also das ist eine URL für ein OS-Repository. Auch hier, ich kann mich jetzt erstmal auf die Defaults verlassen tatsächlich und sage einfach ganz am Ende der Seite Save und dieses Repository ist angelegt. Das gleiche machen wir, wie gesagt, noch einmal für Updates. Auch das ist wiederum ein Yum-Repository. Ich hole mir das aus meinem Zwischenspeicher, die URL und sage am Ende Save und lege noch ein drittes Repository an. Die erwähnten Extras. Wir sehen auch hier schon immer, wird gleich ein Label eingetragen. Das Label ist sozusagen der Datenbankname. Und das oben ist das ja, Human Readable, also das, was wir später sehen in der Übersicht. Das Label muss eindeutig sein. Bei dem Namen darf es auch sagen wir, Überschneidungen geben. Auch hier Upstream URL eintragen. Und das Ganze speichern. Momentan sind nur die Werte hinterlegt. Wenn ich jetzt alle meine Repositories markiere und sage Sync Now, dann beginnt der Synchronisationsprozess. Das sind ungefähr 20 GB, dauert also eine Weile.
Ich kann auf Content Sync Status verfolgen, wie weit eigentlich der Status ist. Da sehe ich hier, wenn ich Active Repositories wähle, drei Repositories. Erstmal verarbeitet er die Metadaten und wird dann nach und nach vorwärts gehen. Gut, das läuft jetzt im Hintergrund. Können wir für den Moment erstmal so arbeiten lassen. Wir gehen wieder zurück zur Infrastruktur und gehen mal das Menü einfach drei nach durch, wobei ich die letzten Punkte tatsächlich HTTP Proxy und RAMs ignorieren werde. Wir fangen an mit dem Eintrag Smart Proxies. Smart Proxies zeigt uns die Ocarino-Komponenten in unserer Infrastruktur, so will ich das zusammenfassen. Wir finden also hier dann Ocarino selbst und wenn wir es dann haben, Ocarino Proxies. Also Ocarino Proxies sind das, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Wenn ich die Last verteilen möchte in einem Netzwerk, dann habe ich Ocarino Proxies, auf denen auch Content vorgehalten wird beispielsweise. Wir sehen hier eine Liste der aktivierten Funktionen. Auch wenn ich auf den Ocarino selber klicke, sehe ich hier eine Liste der Funktionen, die auf dem Ocarino aktiviert sind. Also da ist Ansible als Plugin installiert, ein DHCP-Server, ein DNS-Server. Ich sehe auch immer noch Details, in welchen Versionen die jeweils installiert sind. Ich sehe noch mehr, was uns interessiert, wenn wir mit Puppet arbeiten. Und ich kann theoretisch auch die Logs direkt einsehen. Was mich an der Stelle jetzt noch interessiert ist, ich möchte unter Actions einmal ein IPv4-Subnetz importieren. Denn wir werden später auch irgendwie unsere virtuelle Maschinen in einem Subnetz ablegen wollen. Und dann nehmen wir natürlich das, was auf diesem Ocarino installiert ist. Und da findet er tatsächlich ein Netz 10.0.5.0.24. Das nennen wir Ocarino. Und dann sind hier all die Daten extrahiert, die in diesem Netzwerk wichtig sind. Findet er sofort, also Netzwerkbereich und was ist unser Gateway, um ins Internet zu kommen. Das heißt, in diesem Internet kommen Server auch direkt nach draußen. Ich benutze DHCP als EPAM, also als IP Address Management. Das heißt, der Ocarino fragt den DHCP-Server, welche IP-Adressen sind denn gerade verfügbar. Gut, so viel dazu. Wir gehen weiter durchs Menü, und zwar auf die Compute Resources. Compute Resources, dort finden wir alle unsere Hypervisors oder Cloud Provider. Ich hatte gesagt, wir wollen eine virtuelle Maschine deployen. Das heißt, wir müssen eine Compute Resource anlegen, definieren. Das hatte ich extern schon vorbereitet. Deswegen habe ich auch hier die Daten schon zur Hand. Ich nenne das Ganze einfach mal libvirt.d, denn tatsächlich ist der Provider auch ein libvirt. Das ist also die most basic Variante. Um solch einen libvirt-Provider anzusprechen, muss ich ihn über so eine spezielle QEMU plus SSH-URL ansprechen. Das, was ich vorbereitet habe, ist, ich habe sichergestellt, dass ich von meinem Ocarino auf diesen Provider, auf den Hypervisor mit passwortlosem SSH Zugriff habe. Mit diesem Button Test Connection kann ich sehen, ob das funktioniert. Es wird grün. Hier oben kommt auch ein grüner Button. Das heißt, passt alles. Ich kann auch checken, ob hier alles richtig ist. Wir sind in München, wir sind die Artex. Passt. Gut, damit ist unsere Computer-Resource angelegt. Was brauchen wir noch? Wir gehen einfach das Menü weiter durch, nämlich zu den Compute Profiles. Das sehe ich zwar hier jetzt auch, aber ich gehe den Weg über das Menü. Compute Profiles sind ein ganz wichtiger Bestandteil der Standardisierung. Das heißt, welche Hosts stellen Sie Ihren Nutzern zur Verfügung, kann ich hier festlegen. Wir haben per Default nach der Ocarino-Installation drei Profile da stehen, Small, Medium und Large. Das sind aber erstmal nur leere Namen, die sind nicht definiert. Ich kann jetzt zum Beispiel auf den 2 Medium klicken. Und dann sehe ich, dass der für welche Compute Resource der wie definiert ist. Also so eine kurze Zusammenfassung. Da könnte jetzt bei einem Cloud Provider stehen, das ist die Instanz T2.micro oder sowas. Und für handfeste Virtualisierer steht eben da am Ende dann, wenn ich spezifiziert habe, erstmal wie viele CPUs und wie viel RAM ich habe. Das heißt, hier ist es unspezifiziert. Ich wähle meinen Hypervisor aus, meine Compute Resource. Ich sage in dem Fall, Medium sollen 2 CPUs und
4 GB RAM sein. Ich hänge die virtuelle Maschine nicht an eine Bridge, sondern ich möchte ein virtuelles Netzwerk nehmen, und zwar das Netzwerk Ocarino. Das ist auch was, was quasi die Hypervisor-Abteilung vorbereitet haben muss. Und 10 GB sind ein bisschen wenig, ich nehme mal 40. Damit habe ich mein Compute-Profile definiert und jetzt steht hier auch ein Wert drin. Nächsten Punkt schauen wir uns an Infrastructure Subnets. Da hatten wir gerade schon etwas vom Smart Proxy importiert. Dieses Subnet Ocarino taucht jetzt auch hier auf. Wenn wir das auswählen, sehen wir noch ein paar mehr Punkte. Erstmal könnten wir hier noch einen IP-Range definieren, innerhalb dessen wir überhaupt IPs vergeben wollen in diesem Subnetz. Das lassen wir mal leer, weil da können wir gerne den ganzen Bereich nehmen. Und dann haben wir noch ein paar Reiter. Remote Execution. Also diese Reiter und Remote Execution und Proxy definieren, welcher Ocarino oder Ocarino Proxy in diesem Netz jeweils für welche Aufgabe zuständig ist. Wir haben im Moment nur den Ocarino, das heißt, für alle Aufgaben wählen wir einfach mal ganz blind den Ocarino. Dann schauen wir noch Domains. Aha, da sollen wir die Hosts dort liegen in der gleichen Domäne wie der Ocarino selber. Parameter wollen wir keine setzen und Locations und Organizations passt auch wieder. Wir haben also ein Subnetz eingerichtet. Schauen wir mal, da stehen jetzt auch ein paar neue Sachen da. Und was steht noch bei Domains? Ja, da ist schon ein Eintrag, nämlich die Domain unseres Ocarino selber. Auch da haben wir wieder so ein Proxy-Feld, also eine Aufgabe. Wer soll die übernehmen? Auch hier wieder, wählt unser Ocarino. Wir wollen keine Parameter setzen und Locations Organizations. Haben wir schon gesehen, oft genug passt auch hier wieder. Damit sind wir durch die Infrastruktur einmal durchgegangen. Wir haben ein Subnetz, wir haben eine Compute-Resource. Die Hosts können drittes Internet und der Ocarino selber auch. Das heißt, wir brauchen keinen HTTP-Proxy und Qualms. Das ist etwas, was wir in diesem Szenario nicht verwenden. Also wir haben kein AD und kein zentrales Verzeichnis hier angebunden. So, jetzt könnten wir tatsächlich weitergehen und einen Host deployen über diesen Menüpunkt Host Create Host. Wir machen noch einen Zwischenschritt, denn ich hatte vorhin schon gesehen, das ist eine relativ große Eingabemaske. Wir wollen die Werte nicht immer wieder alle eingeben müssen. Das heißt, wir legen uns eine Vorlage an für so ein Host-Deployment und das machen wir über eine sogenannte Host-Group. Das finden wir unter Configure Host-Groups. Also einer der ersten Schritte, die ich mir mit einem neu installierten Ocarino mache, ist, solch eine Host-Group anzulegen. Da sind jetzt noch keine definiert. Wir legen eine Host-Group an. Wir nennen sie einmal CentOS 7. Wir wollen die nötigen Werte schon mal setzen. Wir wollen also auf dem Libvirt deployen. Das soll ein Compute Profile 2 Medium sein. Wir wollen keine Rollen und Klassen hinterlegen. Wir wollen aber das Netzwerk bereits festlegen. Wir wollen sagen, das ist die Domain und das ist der Ocarino, das Subnetz. Wir wollen keine Parameter setzen und auch die restlichen Punkte, naja, Location soll so ein MUC und ein ATAX liegen. Ja, passt. Wir wollen festlegen, dass das Ganze ein CentOS 7 ist. Die Architektur ist x86-64 und das Betriebssystem. Wir wählen hier das Betriebssystem 7. CentOS 7.x. Welches Installationsmedium verwenden wir? CentOS 7.x ist ein Betriebssystem, was uns quasi der Ocarino Installer bereits eingerichtet hat und der hat auch ein Installationsmedium hinterlegt, nämlich den CentOS 7 Mirror. Der liegt tatsächlich auf einem Mirror in Deutschland in dem Fall. Und wir wählen eine Partition Table aus und wir können hier ein Default Root Passwort setzen. Und damit sind alle Einstellungen vorgenommen für unsere Host Group und dann können wir tatsächlich aus dieser Host Group einen Host anlegen, indem wir auf Host, Create Host gehen. Wir geben da mal einen Namen. Ich nenne den jetzt Upstream, weil der quasi alles vom Upstream CentOS Host beziehen wird in dem Fall. Ich wähle CentOS 7 als Host Group. Da ändert sich gleich die Maske ein bisschen, nämlich all diese Werte werden auf einmal vorausgefüllt. Wir sehen also hier das Operating System bereits. Schaut ein bisschen anders aus als eine Host Group, braucht uns aber nicht tangieren. Wir können einfach auf Submit klicken.
Wir haben eine kurze Fehlermeldung. Das ist der Demo-Rahmen. Wir nennen es einfach mal anders. Ich fange mal kurz von vorne an. Na, All Hosts. Da gibt es einen anderen Weg. Haben wir den auch nochmal gesehen. Wir gehen hier auf Create Hosts. Wir nennen diesen Host. Wir lassen aber den Zufallsnamen stehen. Also Pete Schimmler, CentOS 7. Es kann sein, dass ich dabei Tests vorher mal nicht sauber aufgeräumt habe. Klicken jetzt auf Submit. Keine Fehlermeldung. Und wir landen hier in der Übersicht unseres Hosts. Wir können jetzt auf Konsole gehen und können da live in so einer VNC-Konsole dieser Installation folgen. Und ein kleiner Hinweis am Rande, dass das so funktioniert, liegt darin, dass ich das SSL-Zertifikat vom Ocarina vorher bereits im Browser eingebunden habe. Gut, das dauert eine Weile. Wir könnten das also verfolgen live die ganze Zeit. Wir sehen hier, geht das quasi in diesen Anatanet-Installation-Prozess hinein, aber wir müssen da eigentlich nichts weiter machen. Das heißt, wir kümmern uns jetzt einmal ganz kurz darum, was ist eigentlich mit unseren Mirrored Repositories. Wir schauen mal beim Sync-Status. Ja, nichts mehr aktiv. Die sind durch. Wir gehen auf Content Products. Und was sehen wir? CentOS 7, 3 successfully synced repositories. Ist also fertig. Ging schnell. Okay, da habe ich ein bisschen geschummelt. Da habe ich ein bisschen was im Hintergrund vorbereitet, damit das schneller geht. Aber letztlich, abgesehen davon, dass es länger dauert, an einem echten Szenario ändert sich da nicht viel dran. Gut, was machen wir jetzt? Wir bauen uns einen Content View. Und zwar, Content Views ist eine leere Liste hier. Ich werde gleich erklären, was das eigentlich ist. Wir nennen diesen Content View einfach auch mal CentOS 7. Auch der kriegt wieder ein Label für die Datenbank. Er ist kein Composite Content View, sondern er hat Repositories direkt drin. Solch ein Content View ist sozusagen mal das zentrale Stück des Content Management auf dem Ocarina. Das heißt, die Hosts sehen nicht die tatsächlich gespiegelten Repositories, die wir schon hatten, sondern eben die versionierten Versionen. Und dafür dienen diese Content Views. Das heißt, ich wähle jetzt hier aus, welche Repositories dazu gehören. Das heißt, ich mache einmal den CentOS Client 7 und die davor angelegten Einzelrepositories. Ich sage Add Repositories. Damit sind diese Repositories Teil meines Content Views. Und jetzt jedes Mal, wenn ich hier oben auf Publish New Version klicke, dann lege ich solch einen Snapshot an von meinen Repositories. Das heißt, jetzt hier lege ich quasi Version 1.0 des Content Views an. Das ist wirklich die Version vom 24.03. dieser Repositories. Morgen könnte ich den Sync der Repositories neu anstoßen. Alle neuen Pakete wären dann nicht in diesem Content View. Ich müsste dann erst wieder neu auf Publish New Version klicken. Und wir sehen, das ist in einem Environment namens Library veröffentlicht. Jetzt brauche ich noch einen Activation Key. Das finde ich auch unter Content Activation Keys. Also Sie merken schon, ich übergehe sehr viele Punkte, aber das nur einmal ein ganz kurzer Schnelldurchlauf. Ich kann jetzt einen Activation Key anlegen. Ein Activation Key ist das, was man sozusagen auch landläufig darunter kennt. Einfach eine kurze Information, mit der ein Host sich registriert bei einem System, das Subscriptions verwaltet. Also das stellt sicher, welchen Content sieht welcher Host aus welchem Environment. In dem Fall haben wir eben nur diese Library. Da könnte man dann später im Nachgang weiter vorgehen. Und ich wähle den gerade erstellten Content View CentOS 7. Das heißt, wenn ich einen Host registriere mit dem Kommando Subscription Manager Register, das nur am Rande, dann gebe ich dem diesen Activation Key mit, CentOS 7, und damit weiß der Ocarina, ach, dieser Host, der gehört zu CentOS 7 und der sieht Library. Was ich hier noch machen muss, ist, dass ich Subscriptions einstelle. Das heißt, ich kann hier einstellen, welche Produkte, also das, was hier unter Content Products eingerichtet wurde, darf mein Host wirklich verwenden. Momentan ist da nichts eingestellt. Ich möchte, dass er das Produkt CentOS 7 und das Produkt CentOS 7 Client verwenden darf. Das ist wichtig, wenn ich zählen möchte auch.
also nicht nur dann, das brauche ich auf jeden Fall, aber wenn ich zählen möchte, wie viele Hosts dürfen wirklich ein bestimmtes Produkt verwenden, dann kann ich das über diese Activation Keys regeln. Gut, dann möchten wir jetzt, also jetzt quasi geregelt, wie könnten wir auf diesen Content zugreifen, auf diese Repositories. Das möchte ich noch in meiner Host Group verankern. Ich gehe also wieder auf Configure Host Groups und passe diese Host Group CentOS 7 jetzt ein bisschen an. Ich könnte auch eine neue anlegen, aber ich möchte in Summe das darüber machen. Jetzt, was passiert? Wir sagen, dass die Content Source unser Ocarina sein soll. Das heißt, dieser Host soll seine Pakete nicht aus dem Internet beziehen, sondern direkt vom Ocarina. Das könnte also auch funktionieren, wenn die Hosts gar keinen Zugriff auf das Internet haben. Und welchen Content soll er beziehen? Naja, Library CentOS 7. Das ist, sagen wir mal, das, was erstmal hier auf dieser Ebene mit dem Host verbunden wird. Und damit er das auch wirklich darf, sozusagen, müssen wir noch einen Activation Key übergeben, nämlich diesen gerade erstellten Activation Key CentOS 7. Also da hat die Autovervollständigung schon das angezeigt, was zu den Werten Lifecycle Environment und Content View passt. So. Der Host würde also nach der Installation die Repos vom Ocarina beziehen. In den Repos liegt natürlich, in dem Fall zumindest, das funktioniert noch nicht mit allen Repos, ein Kernel und ein Initial RAM Disk bereits drinnen. Das heißt, er kann auch das Bootmedium direkt lokal schon beziehen. Das muss man unter Operating System einstellen. Und da bitte ich zu entschuldigen, es wird vielleicht ein bisschen verwirrend. Ich muss nämlich anstatt CentOS 7.x das Betriebssystem CentOS 7 auswählen. Das ist das, was in diesem Repository definiert ist. Dann springt hier die Media Selection auf Synced Content. Das heißt, wir booten jetzt aus den Repositories und das entsprechende Repository OS ist auch ausgewählt. Die Partition Table wird wieder gelöscht, der Eintrag. Das heißt, den muss ich einmal neu auswählen und ansonsten hat sich hier nichts verändert. Ich kann auf Submit klicken, habe meine Host Group angepasst und jetzt kann ich einen neuen Host anlegen. Nehme ich wieder den Zufallsnamen hier und sage Host Group ist wieder CentOS 7. Werden alle Einträge ausgefüllt mit den Werten, die wir hier vorher gerade festgelegt haben. Und jetzt kann ich wieder Submit klicken. Der Host, wie gesagt, bootet jetzt nur noch mit Daten und installiert sich nur noch mit Daten, die auf dem Ocarina direkt liegen. Das wird alles in Summe ein bisschen schneller gehen als bei dem ersten Host. Ich vermute, er holt ihn nicht mehr ganz ein, weil ich zu viel geredet habe zwischendrin. Aber man muss quasi nicht mehr aus dem Internet irgendwelche Daten sich holen, sondern kann direkt, also technisch betrachtet, ist das alles lokal in einem, an einem, auf einem Server. Also Ocarina und Hosts leben quasi in einem virtuellen Netzwerk auf einem Hypervisor. Da geht die Übertragung der Daten natürlich entsprechend schnell. Also ich kann das hier verfolgen. Da sehen wir, sind wir schon relativ weit. Also wir sind quasi da, wenn dann Drakut steht, beginnt die tatsächliche Installation. Wir können mal kurz schauen eigentlich, was ist denn mit dem anderen Host in der Zwischenzeit passiert. Das war der Pete Schimmler. Gehen wir hier in die Konsole. Da sehen wir, der ist jetzt gerade in den letzten Schritten der Installation. Was können wir noch sehen, wenn wir auf All Hosts sehen? Da stehen jetzt eben zwei Einträge, der Cleo Grudger und Pete Schimmler. Unterscheiden sich ein bisschen. Der eine hat eben dieses CentOS 7.x, der andere CentOS 7, aber sie gehören beide zur gleichen Host Group. Gut, das wird es eine Weile dauern, bis die Hosts tatsächlich fertig sind und bis man dann schauen kann, was darauf eigentlich passiert. Deswegen an der Stelle, haben Sie Fragen zu dem bisher Gesehenen? Also, wie erwähnt, die Chat-Funktion oder diese Questions and Answers-Funktion von Zoom dürfen Sie gerne verwenden. Man hört leider nichts mehr. Das lese ich leider erst jetzt. Das ist vor 6 Minuten wurde mir geschickt, dass ich nicht mehr zu hören bin. Hat sich das?
Okay. Ich hoffe, dass gut, man mich allgemein noch hören kann. Haben Sie sonst Fragen? Also Sie sehen, dieser Host hat jetzt gerade neu gebootet. Das heißt, die Installation ist so grundlegend einmal abgeschlossen. Und wir haben hier einen laufenden oder bald laufenden CentOS Hosts. Dann schaue ich in der Zwischenzeit einmal, was der andere Host in der Zwischenzeit erledigt hat. Da steht noch Pending Installation da. Also da sind wir an einer früheren Stelle. Also wir haben quasi die grundlegenden Pakete installiert und jetzt gehen die Post-Installation-Tasks los. Die brauchen jetzt noch eine ganze Weile. Das heißt, ich vermute, den werden wir nicht mehr ganz bis zum Ende verfolgen in diesem Webinar. Ich werde nochmal ganz kurz auf den anderen Host rüberschalten. Zu demonstrieren, da steht jetzt hier Build Status installed. Der ist nicht am Content angebunden, der ist auch nicht am Configuration Management angebunden. Das heißt, wir werden jetzt erst einmal nicht viele Informationen kriegen. Wir können quasi Power Management machen, wir können uns darauf einloggen. Wir können ihm natürlich auch einen Remote Job schicken. Vielleicht schauen wir uns dann noch an. Also im Rahmen der Installation wird auf diesem Host auch ein SSH-Key hinterlegt und wir können da einen Task aufrufen. Also wir können zum Beispiel sagen, spuck mir mal dein Hostname aus und vielleicht noch deine IP-Konfiguration. Genau. Das ist die Anzeige von so Remote Jobs. Da sehen wir, als erstes kommt die Ausgabe des Hostnames. Und danach kommt die Ausgabe der IP-Konfiguration. Der hat also die IP 10.05.211 bekommen. Wenn wir zurück auf den Host gehen, steht das auch so da. Hat also funktioniert. Gut. Wenn es sonst keine Fehler gibt, ich würde diesem Host noch einmal zuschauen, was der so macht. Also hier wird gerade der Subscription Manager installiert. Können wir uns gerne noch gemeinsam anschauen. Und ansonsten bedanke ich mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Also hier wird alles jetzt gerade installiert, was nötig ist, damit ein CentOS und ein Ocarina miteinander kommunizieren können. Am Ende dieser Installation steht natürlich dann ein Reboot. Und das wird, weil der hier jetzt von dem Content Management her an den Ocarino angebunden ist, ein wenig anders ausschauen als davor. Gut, also wenn Sie das auch nicht bis zum Ende verfolgen wollen, ich werde es noch bis zum Ende auf jeden Fall anschauen. Das ganze Webinar wird natürlich aufgezeichnet und später auf YouTube zur Verfügung gestellt. Da können Sie nochmal bis zum Ende dann verfolgen oder Sie bleiben auch einfach jetzt bei mir und wenn Sie wollen, können Sie auch die Gelegenheit gerne noch nutzen, die eine oder andere Frage zu.
So, damit ist hier die Installation abgeschlossen. So, das ist eine Intershell. Das heißt, ich kann tatsächlich auch hier das Ganze ein wenig beschleunigen. Und unser CentOS bootet neu. Landen bei einem Login. Ich könnte mich jetzt hier direkt einloggen, was ich noch zeigen möchte. Die Ansicht hat sich natürlich ein wenig verändert. In dem Fall sehen wir, dass da Informationen zum Content auftauchen. Also es ist installed, natürlich, aber wir sehen auch zum Beispiel, ob Errater angewendet wurden. Das heißt, wir sehen, ob es sicherheitsrelevante Updates gibt, die wir einspielen müssen. Und wir sehen hier oben einen Button, der beim anderen Host nicht aufgetaucht ist, zum Content. Wenn wir da draufklicken, dann sehen wir noch mal die content-relevanten Ansicht an Daten. Wir können zum Beispiel sehen, welche Packages eigentlich installed sind. Und wir können darüber theoretisch auch Packages einfach installieren. Ich empfehle aber, dass man das nicht für Einzelhosts macht. Man kann aber theoretisch auch solche Package-Installationen und Upgrades als Bulk-Aktion ausführen, also viele Hosts gleichzeitig. Gut. Und damit möchte ich mich jetzt tatsächlich verabschieden und sage nochmal danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.